Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Train Symbol 4 und dem Szenario für Morgenschicht. Guten Morgen, Sie haben gerade Ihr Haus in Lecoq verlassen und steigen nun in den Zug nach Poschiavo, wo Sie Ihren Zug nach Tirano nehmen werden. Das Wetter sieht derzeit nicht sehr vielversprechend aus, aber der Wetterbericht sagt, dass sich der Nebel bald lichten wird. Steigen Sie jetzt in den ankommenden Zug und fahren Sie nach Poschiavo. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Train Symbol 4 hier auf der Strecke Bernina Linie und dem allerersten Szenario. Den kürzesten wohlgemerkt, also alle anderen gehen ja über eine Stunde, weit über eine Stunde, und ich habe mir gedacht, wir nehmen heute einfach mal das erste bzw. das zweite Szenario, ist das, in Angriff, dass sich dann nennt frühe Morgenschicht, und ihr seht selber, es ist ziemlich neblig, und wir werden uns jetzt hier, wie gesagt, mal zu unserem Punkt begeben, an dem wir uns begeben sollen, ein bisschen noch weiter, laufen entlang der Strecke und entlang der Straße. Schaut euch mal dieses Fahrzeug an, das ist doch auch irgendwie ein bisschen älter. Da kommt schon unser Zug, deshalb sollten wir uns ein wenig beeilen, damit wir den auch erwischen. Als Fahrgast wohlgemerkt. Wir müssen tatsächlich bis da vorne laufen. Dann tun wir das natürlich. So. Dann können wir hier in den ankommenden Zug einsteigen und unseren Platz aussuchen. So, lassen die Damen nun als erstes einsteigen, danach steigen wir ein, genau. Wir nehmen uns einfach hier so ein Vierer, haben wir auch eine schöne Karte auf dem Tisch, genau. Und dann schauen wir einfach mal. Und dann können wir hier so ein bisschen Streckenkunde machen, würde ich sagen. Mehr komme ich leider nicht. Also hier, Tirano, Poschiavo. Und wir werden gleich den Zug von Poschiavo über Lecoq und so weiter bis nach Tirano nehmen. Das wird unsere Strecke sein. Und ja. Genau. Das wird dann gleich unsere Strecke sein. Also hier seht ihr ja auch Österreich. Also hier kann man so ein bisschen Streckenkunde machen. Überrenngadin, Unterrenngadin. So, gucken wir uns mal so wenig die Strecke hier an. Wollen wir schon mal als Fahrgast fahren? Das ist ja auch nicht alltäglich, aber das Szenario gefällt mir schon. Wenn man schon ein Szenario so beginnt, dass man als Fahrgast mitfahren kann, das ist doch auch mal was Feines. Sehr neblig, wie ihr seht. Also da kann man nur hoffen, dass der Wetterbericht recht behält und sich der Nebel bald auflösen wird und uns dann ein herrlicher sonniger Tag bevorsteht auf unserer Reise von Poschiavo nach Tirano. So, ich denke mal, dass wir jetzt auch gleich in Poschiavo ankommen, dass das nur eine Station sein wird. Gleich unseren Zug in Betrieb nehmen werden, den dann an den Bahnhof fahren und ja, ihn dann bis nach Tirano fahren werden. So,
Hier ist Poschiavo, man sieht es ganz deutlich. Das heißt, wir können hier ruhig schon mal aufstehen und uns zur Tür begeben. Ne, da. Hier. Da ist die Ausgangstür. So, bis der Zug steht, weil dürfen wir die Tür nicht öffnen. Vielen Dank, aber eigentlich dürfen die Leute, die hier ankommen, erstmal aussteigen, aber was sag ich. So, wir dürfen hier rumlaufen. So, du wartest bitte, bis ich hier rüber bin, bevor du irgendwie hier blöd zermachst. So, danke. Dann hier, dann da. Okay, und da steht unser Zug. Öffnen Sie die 2D-Karte und stellen Sie die manuellen Weichen, um. Das werden wir tun. So, das hätten wir damit erledigt. Dann können wir uns zu unserem Zug begeben. Der hier steht. So. Schließen die Türe. Drehen Sie den Generalschlüssel auf entsperrt. Ich muss mal die Bremse anziehen, weil sonst komme ich da nicht dran. Zack. Dann. Patrick, müssen wir da nach vorne verlegen. Wir sollen die Bremse lösen, die Zugspitzensignale auf Maximum stellen, die Fahrgastraumbeleuchtung einstellen und dann können wir am Poschiavo Rangiergleis anhalten. Der kürzesten Szenarien. Alle anderen gehen, wie gesagt, massiv über eine Stunde. Auch die Fahrplanfahrten sind nicht unter anderthalb Stunden zu haben. Und das ist schon echt heavy, muss ich ehrlich sagen. So, da wären wir. Ja, Berg anzuhalten ist auch nicht so geil, muss ich auch mal ehrlich sagen. Warum steht er denn nicht? Gott, ey. Stellen Sie die Leistungsregel auf 0. Erstmal die Bremse anziehen, nur volle Möhre. So, 0. Stellen Sie Führerbremsventil auf volle Leistung. So. Stellen Sie die Richtungsschalter auf 0. Das tun wir. Drehen Sie die Generalschlüssel auf gesperrt. Da war es doch gerade. So, da müssen wir natürlich jetzt ans andere Ende des Zuges gehen. Das tun wir. Laufen wir aber durch den Zug. Ist ja sowieso noch leer. Zack. Da seht ihr es. Poschiavo. Lekert. Was steht da? Ich kann es gar nicht sehen. Miralago, Campaccio und Campo Colonno und dann schließlich Tirano 758. Das ist heute, wie gesagt, unsere Fahrtroute. So. So, da wären wir angekommen. So, dann lass das Spiel wieder von. Drehen Sie Generalschlüssel auf entsperrt. Den sollen wir auf Lösen stellen. Den nach vorne verlegen. Die lösen.
Das ist nämlich das Gefährliche. Sobald man die Bremse löst, ist natürlich Rollgefahr. Deswegen muss man hier echt vorsichtig sein. Vor allem wegen den roten Signalen. So, das haben wir nämlich noch vergessen. Dürfen wir ja aber auch nicht schneller werden. Und da steht noch ein schöner Kesselwagen. Und da stehen die ganzen Fahrgäste, die hier auf uns warten. So, dann öffnen wir die Türen gleich. Aber erst haben wir das auf rückwärts stellen. Und jetzt sollen wir ankuppeln. Ach Gott! Oh, dieses Szenario ist wirklich genial. Nee. Wie soll man denn jetzt ankuppeln hier? Also das ist mega, das Szenario. Das gefällt mir jetzt schon. So. An die Güterwagen kuppeln wir an. Nehmen wir so einen Güterwagen mit. Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, dann gehen wir einfach mal ein bisschen näher ran, würde ich sagen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ah, das war jetzt eher kontraproduktiv. So, steigen wir jetzt mal aus und gucken mal eben die Wagen an. Natürlich hier ein wenig zurücklaufen, mit 40 Meter, aber das macht nichts. Ja, geil. So, dann können wir das Ganze wieder vorwärts stellen und uns wahrscheinlich wieder Richtung Bahnhof begeben. Steigen wir hier mal ein. So. Jetzt wollen wir natürlich noch die Tür schließen. So, machen wir das eben. Machen wir das auf vorwärts. Dann begeben wir uns wieder zum Bahnhof. Das heißt, wir lösen die Bremse, schalten langsam auf. Zack, dann öffnen wir die Türen, und zwar linke Seite. Und dann steigen die Damen und Herren ein. Ich
in unsere Schmalspurbahn auf dem Weg nach Tirano. Wunderschön, wunderschön. Ihr seht selber, es ist ein ordentlicher Andrang hier. Also da kommen sie aus allen Ecken. Aber die Zeit wird knapp, um einzusteigen. Ich habe Ausfahrt, meine Damen und Herren. Wer noch mitfahren will, jetzt bitte. Ich bin übrigens 2 Minuten Verzögerung, aber das ist jetzt halt so. So, wir können die Türen verriegeln. Und jeder, der jetzt noch mitfahren wollte, möchte, sollte, hat leider Pech gehabt. So, das heißt, wir lösen die Bremse und schalten langsam auf, damit wir hier nicht noch mehr Verspätung bekommen. Über einen Ort fahren, Via dei Puccelli. Anhalten. Liegt Bahnsteig, das ist mein Wohnort, also hier im Spiel. Da bin ich ja gerade eingestiegen, beziehungsweise da bin ich aus meinem Bett gestiegen. Also habe ich mein Haus verlassen. So, was ist denn heute überhaupt unsere Aufgabe? Also Liegt, wie gesagt, Miranlago, wir haben das ja vorhin schon gelesen, im Zug, die Stationen, Carpaccio und Capolaggio und dann halt Tirano, 7.58 Uhr sollen wir dort eintreffen. So, wir haben jetzt gleich 30 zu erwarten. Dann tun wir das auch. Nächster Halt, Liegt. Prossima fermata, Liegt. Next stop, Liegt. Ja, die Ansagen, wie gesagt, wunderschön. Man kann es gar nicht anders sagen. Ich fahre jetzt so ein bisschen über die Straße. Ach, genial. Genial! Und hier so zwischen die Häuser, ja, das ist doch einfach nur wunderschön. Wie gesagt, wir sind ein wenig in der Verspätung drin, aber das ist jetzt halt leider nur mal so. Ich kann es nicht ändern. So, wir öffnen links die Türen. Ist jetzt geöffnet, ja. Und dann kommen wir hier mal so ein bisschen umsehen. Wie gesagt, der Nebel ist immer noch ziemlich hartnäckig an diesen Tagen. Aber das kann man ja nun mal leider nicht ändern. Gegen das Wetter ist man ja dann doch machtlos. Und wir können nur hoffen, dass sich jetzt bald die Sonne durchkämpfen wird und den ganzen Nebel hier auflösen wird. Was anderes kann man leider nicht tun. So, hier sind schon einige ausgestiegen, wie man sieht. Also schon eine ordentliche Menge, die hier ausgestiegen ist. So, wir können die Türen verriegeln.
Und dann lösen und uns auf den Weg nach Miralogo machen. Das ist schon ein bisschen weiter weg. So, wir dürfen wieder 55. Machen wir mal 60, 40, 45. Nein. Das gerade hier so sehe, dass der Güterwaggons mitnimmt, was auch beim TSW genial wäre, wäre auf jeden Fall die Syltbahn. Also der Sylt-Express in Form von BR218, die ist ja sowieso angekündigt. Ja, und dann halt Autozug und Personenwagen mit dran, also dieser klassische Sylt-Express, ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine Sache, die mit Sicherheit großen Anklang finden würde hier in der Community, bin ich mir relativ sicher. Also das wäre schon noch eine Sache, die mir sehr gefallen würde. So, bleiben vorerst bei 45, weil wir gleich E40 vor uns haben. Und dann 30. Also lohnt es sich jetzt nicht aufzuschalten. Was ich an diesem Szenario wirklich mag, ist ja dieser klassische Schichtbeginn. Ne? Man steht morgens auf, fährt zum Bahnhof, nimmt den Zug zu seinem Einsatzort, dann steigt man aus, geht zu seinem Zug, den man fahren soll, also wirklich zum Betrieb. Oh Gott, wir sind zu schnell. Geht zu seinem Zug, den man halt fahren soll an diesem Tag und fährt den dann aus dem Betriebswerk raus und ja, halt dieser klassische Schichtbeginn, fährt ihn dann zum Bahnsteig, lässt die ersten Fahrgäste einsteigen und beginnt dann seine Schicht. Wirklich, also das hat man wirklich richtig gut umgesetzt, finde ich. Also ich bin absolut begeistert. So, jetzt haben wir wieder 60, was sich aber jetzt nicht wirklich lohnt, weil ihr seht selber oben rechts, 30 ist vorausgesagt. Das heißt, das Beschleunigen würde sich jetzt auch nicht lohnen. Ich denke, dass wir jetzt dadurch auch nicht viel schneller beziehungsweise die Zeit noch aufholen würden, gehe ich jetzt mal von aus. Von daher können wir jetzt eigentlich auch schon das Ganze runterregeln auf 30 und sind dann auch gleich irgendwann. Warum bleibst du denn jetzt stehen? Hab ich doch gar nicht. Ach, Leute. Hab ich die ZS nicht bestätigt und die hat sich doch gar nicht gemeldet. Normalerweise piept die doch. Also wirklich, dieses Szenario hier gefällt mir sehr, weil dieser klassische Schichtbeginn eines Lokführers wirklich hier so detailreich wie möglich dargestellt wird. Und nicht einfach, Zug steht da, steig ein und fahr los, sondern wirklich dieser klassische Schichtbeginn, wie er halt so ist im wahren Leben. Man steht auf, man fährt zum Bahnhof, nimmt den Zug zu seinem Einsatzort, nimmt den Zug aus dem Betriebswerk, rüstet ihn auf, fährt zum Bahnsteig, lässt die Fahrgäste einsteigen und fährt dann seine Tour. Also wirklich vom Allerfeinsten, muss man wirklich an dieser Stelle mal sagen. So, jetzt sind noch 2,8 Kilometer bis zum Miralacho. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Miralacho. Damen und Herren, ich kann hier leider nicht anhalten.
Ich habe noch 2,5 Kilometer. So, es hat ein wenig Steigung, 1%, 1,5. Jetzt geht es natürlich wieder in die Berge hier. So, 35. Wie gesagt, deswegen dauern die Szenarien noch alle so lange. So langsam dann doch Miralacho, aber ihr habt es ja vorgestern schon gesehen. Das heißt nichts. Plötzlich sind es dann doch wieder 2,5 Kilometer, weil das hier so verwunden ist, dass wirklich man gar nicht genau weiß, wann man jetzt genau ankommt. Aber in diesem Fall scheint das dann doch der Fall zu sein, dass wir langsam näher kommen. Dann haben wir noch Brusio, Bahnsteig, über den wir fahren werden, da werden wir nicht anhalten, und Campaccio und Campolocno und schließlich dann Tirano. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich glaube auch nicht, dass wir 7:58 schaffen werden. Das werden wir leider nicht schaffen. So, 45. Immerhin. Also wie gesagt, Geschwindigkeitsrekorde wird man auf dieser Strecke nicht aufstellen können. Aber das ist nun mal so bei einer Schmalspurbahn. Also wer auf Geschwindigkeiten steht, auf hohe Geschwindigkeiten, der ist hier komplett falsch. Das wird es hier nicht geben. Ich glaube, das höchste der Gefühle sind 55, 60. Wenn Sie den Zug verlassen. Prossima fermata, Miralago. La fermata successiva ha un solo binario. Preghiamo di fare attenzione mentre si scende dal treno. Next stop, Miralago. The next station has a single platform. Please take care when leaving the train. Wie gesagt, die Ansagen sind wirklich mega. Ich finde sie richtig toll. Gibt es wirklich nichts, was dagegen spricht irgendwie. Also wirklich, vor allem, das ist so neu beim TSW. Also mittlerweile gibt es ja wirklich, jetzt gibt es schon 4 Teile und jetzt kommen die Ansagen. Zumindest hier für diese Schmalspurbahn. Also wie gesagt, das könnten sie ruhig noch auf die deutschen Strecken ausweiten. Vielleicht kommt das hier noch, vielleicht ist das ja wirklich jetzt erst der Anfang von dem, was da noch so kommen mag. Weiß es nicht. So, wie gesagt, wir haben eine Minute Verspätung, aber das ist dann halt so. Schade, dass es hier so neblig ist und die Aussicht so ein bisschen
getrübt ist, aber wie gesagt, gegen das Wetter ist man machtlos. So, wir können weiterfahren. Nächster Halt, Bussi, über den, da ist kein Halt, über den werden wir fahren. Also wirklich ein wunderschönes Szenario. Auf die PKWs, die da fahren, aber sonst ist da wirklich tiefer Nebel. Ich hoffe wirklich, dass sich der bis zum Ende des Szenarios noch auflösen wird, aber ich gehe mal nicht davon aus. Zumindest sieht es aktuell nicht danach aus, muss man ehrlich sagen. Wetter muss man eh nehmen, wie es ist, weil man es ja nicht ändern kann. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Weil sonst würde es dann nämlich im Chaos enden, weil jeder das sein Wetter so haben möchte, wie er es will. Oder so machen würde, wie er es haben will, dann gäbe es ein Chaos, was man sich gar nicht ausmalen kann. Von daher ist das schon ganz schön so, dass das Wetter so ist, wie es ist, dass man das nicht ändern kann und es so nehmen muss, wie es halt nun mal dann gerade ist. Aber ich glaube, die Mehrheit steht eh auf Sommer. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Ich zumindest. In Kürze fahren wir über den berühmten Kreisviadukt von Brusio. Über ihm drehen wir, ähnlich wie in den Kehrtunnels, eine Schleife.
Entlang der Kehrschleife sind runde, igloähnliche Steinhaufen zu sehen, welche früher als Speicher für Wein und Käse dienten. Tra pochi minuti attraverseremo il famoso viadotto circolare di Brusio. A questo edificio il treno percorre nuovamente un anello per perdere o guadagnare quota, come nel tunnel a spirale dopo Bergun. I tumuli di pietra, simili ai glu sottostanti, furono usati per conservare vino e formaggio. In a few minutes we will be crossing the famous circular viaduct in Brusio. This construction again makes a loop to lose or gain height, like the spiral tunnels after Bergun. The igloo-like stone mounds below were once used for storing wine and cheese. Ja, auch diese Ansagen mit den Infos dabei, also ich finde das wunderschön, das ist wirklich, also sowas gab es wirklich noch nie im TSW und ich bin echt froh, dass das DTG diesmal so umgesetzt hat. Also wirklich vom Allerfeinsten, dass man auch so wirklich ein paar Infos erhält zu dem Ganzen, zu den Streckenteilen hier. Also das ist wirklich vom Allerfeinsten. Jetzt noch 1,7 Kilometer bis Campaccio. Hört sich fast an wie Nudelgericht. Aber das ist nur meine Meinung. Stehen wir denn jetzt schon wieder? Also manchmal verstehe ich das nicht. Da kann man es auch ausstellen, ganz ehrlich, das macht doch keinen Sinn. Da macht es doch einfach keinen Sinn. Wenn man das nicht hört. Schleife, ihr seht's, wenn jetzt hier lang fahren, dann praktisch so weiter zum Bahnhof. Das wird bestimmt interessant. Gleich hier so rumfahren. Schön, man kann es gar nicht anders sagen. Waren wir vorhin, jetzt fahren wir da praktisch unten durch. Sehr schön, richtig schön.
So, da vorne ist dann Campaccio. Bevor wir dann noch Campo Locno und schließlich dann Tirano erreichen. Habt ihr das gerade gesehen? Am Funke, am Stromabnehmer. Auch das wird dargestellt. Rundum gelungen das Ganze, muss ich ehrlich sagen. Rechts die Türe. Campaccio. Wie gesagt, immer noch ein sehr starker Nebel vorhanden. Nächster Halt, Campo Colocno. Ich kann es echt nicht aussprechen, sorry. Aber dafür ist der nächste Halt jetzt gar nicht so weit. Wie ihr seht, 1,3 Kilometer. Vor allem 7% Gefälle. Da muss man natürlich ordentlich. Gut, dass wir einen Geschwindigkeitsregler haben. Ich glaube, das ist bei solchen Steigungen und bei solchen Strecken auch ein absolutes Muss. Weil die ganze Zeit die Bremse halten, ist, glaube ich, nicht so förderlich für die. Ja, fürs Verschleißen, beziehungsweise ist, glaube ich, nicht so förderlich für die Bremse selber. Die wird dann wahrscheinlich irgendwann heiß laufen. Könnte ich von ausgehen. So, ich bin gespannt, wie der Ort ausgesprochen wird. Campo Colocno. Campo Colocno könnte ich mir vorstellen. Campo Colocno, dass das so ausgesprochen wird. Wir werden es gleich erfahren. Der jetzt. Nächster Halt, Campo Colocno. Prossima fermata, Campo Colocno. Next stop, Campo Colocno. Ja, lag ich doch gar nicht so falsch. Campo Colocno. Wenn wir jetzt erreichen. Und nächster Halt dann, beziehungsweise übernächster Halt dann, Tirano. Das Ziel dieses Zuges. Das Ziel meiner Tour. In dieser Frühschicht, oder in der Frühschicht.
Jetzt schicht in den Lok im Bahngewerbe. Ja. Klärt mich bitte auf. Jetzt geht hier wieder über die Straße. Hat schon so ein bisschen was von S-Bahn. Zack. Hätten wir das auch soweit geschafft. Boah, da liegt der Müll daneben statt im Container, aber okay. So, das ist also Campo Longo. Jetzt steht noch ein Bus mit Auspuff auf dem Dach. Sehe ich auch zum ersten Mal, dass die Auspuffe auf dem Dach haben, aber okay. Hier steht noch ein abgestellter Güterwagen. So einer, den wir auch am Zug haben. Fahrkartenautomat. Rätische Bahn. Ja, schön verriegeln. Dies noch, hat es sogar auch geschafft. Hab Schiss gesehen. Und der nächste Halt, Tirano. 2,7 Kilometer. Vielleicht sogar nur noch 25. Also wie gesagt, die Geschwindigkeiten sind hier eher gering gehalten, wenn man es mal so ausdrücken darf. Aber bei der Strecke, wie gesagt, hat das auch seine Berechtigung. Weil die Kurven hier echt extrem steil sind. Und jetzt stellt euch mal vor, wir würden entgleisen. Und das geht dann den Abhang runter, beziehungsweise den Berg hinunter. Man will sich das nicht vorstellen. Also da hat das alles schon so seine Berechtigung hier. Immerhin wieder auf 30 beschleunigen, die letzten Meter kann man ja schon fast sagen, Kilometer sind es ja dann nicht mehr, ist es anderthalb, bis wir mal da sind. Dann haben wir das Szenario. Das zweite von 5, wie gesagt, das erste war glaube ich ein Rangierszenario oder irgendwie was, und die nächsten dritte, vierte und fünfte sind halt dann über eine Stunde lang, also nahe an die 2 Stunden. Müsst ihr euch dann selber entscheiden, ob ihr das dann mal spielen wollt. Alle 5, da seid ihr eine ordentliche Zeit dran, das kann ich euch schon mal versprechen. Schön an der Stelle.
Unfall auf der Straße. Unfall, Opfer, Unfall. Notarzt, Krankenwagen, Polizei. Ist ein Unfall passiert. Hey, du fährst die ganze Zeit rein. Merkst du das eigentlich? Hallo? Ihr habt einen Unfall gebaut. Fällt ihm immer noch hinten drauf. Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Volle Möhre! Fährt ihr dem hinten drauf? Hier fährt ihr bald auf die Ladefläche drauf. Gibt's ja gar nicht. Unfassbar. Zebrastreifen und jeder guckt sich sein Fahrzeug an, was daran kaputt ist. Ich fass es einfach nicht. Genau, jetzt ist die Alarmanlage angegangen. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Dann schleichen wir uns jetzt langsam hier an den Bahnsteig von Tirano und beenden dann gleich wahrscheinlich das Szenario, wenn wir nicht noch abstellen müssen, aber so wie es aussieht, geht das nichts mehr. Outro, ich bin mal gespannt, was das Outro ist, steht ja hier noch, Outro, gespannt, was das sein wird, mit Rot. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit, das ist jetzt gerade in diesem Moment grün geworden. Wo ich den Fahrdienstleiter gefragt habe. Also er ist schon auf grün gestellt. So wie schon eigentlich 30, aber man sieht das jetzt. Nächster Halt, Tirano. Prossima fermata, Tirano. Next stop, Tirano. Größerer Bahnhof, wie sich die Gleise jetzt aufteilen werden. So, dann öffnen wir rechts die Türen und schauen mal, was da passiert, was das Auto zu bedeuten hat.
So, das ist also Tirano, oder Tirano, wie man es auch immer aussprechen mag. Und wie gesagt, dann schauen wir mal, was gleich passiert. Das heißt, jetzt müssen wir mal die Türen verriegeln, das machen wir. Vielen Dank für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Okay, es gibt dann doch nichts weiter mehr. Das ist dann das Outro. Die Auswertung wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, Geschwindigkeitsüberschreitung 97,5. Da war ich ja kurz zu schnell. Aber insgesamt haben wir eine Gesamtpunktzahl von 9765 AP geholt. Auf der Strecke wäre Nina-Linie Allegra 812R HB. Wenn euch dieses Szenario gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.